Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, wir haben hier schon mal ein bisschen was an Mobiliar gebaut hier. So, unseren ersten richtigen Kamin. So, wir brauchen aber auch ein bisschen was zu essen. Ich hoffe, das war noch gut. Kann ich in der Zeit eben kurz mal meine Axt auswaschen gehen hier. Aber ich spring mal lieber hier rein. So, ups. So. Axt wieder sauber. Müssen wir hier irgendwie. Nee. Komm. Oh. Ja, dann gehen wir da rum. So. Wasser haben wir hier noch. Trinken wir eben einen Schluck. Müsste jetzt fertig sein. Ja, Essen ist fertig. So und so. Sieht schon eigentlich geil aus hier. Fehlt nur noch ein Dach. Können wir hier mal abschließen? Hier auch nice. So, und dann ist die Frage, ob wir diese Folge dann in die Höhle gehen oder noch mal ein paar Bäume klopfen. Die neue Höhle, die wir in der gestrigen Folge entdeckt haben. Ausgesetzt, wir finden die wieder. Dann würde ich sagen, wir gehen auch da noch mal hin. Und dann mache ich morgen mal auch noch sogar eine etwas längere Aufnahmesession. Dann gibt es endlich wieder mal eine extra Folge, so eine Baufolge, wo wir uns hauptsächlich dann darum kümmern, dass das Ding da auch mal vorankommt. Jo, dunkel wird es auch schon langsam. Dann gehen wir lieber schnell Richtung Höhle. Ich hoffe, wir finden die auch wieder, weil die habe ich nicht markiert. Haben wir dann genug Stöcker? Nur zwei. Kleine haben wir aber dafür fünf. Müssten wir unterwegs noch ein paar Stöcker mit einsammeln. Da haben wir ein paar Stöcker. Und da sind auch noch mal ein paar Stöcker. Oh, die Ureinwohner da hinten wieder. Boah, Digga. Kleiner Wichser. Die sind hinter mir. Da sind zu viele. Ach, ne. Boah. Nein. Wie kommt jetzt der Hai? Ja, mir ist. Och, nö. Ihr kleinen Wichser. Ja, ich weiß, mir ist kalt. So.
Erstmal ein bisschen aufwärmen. Habe ich noch eine Spraydose? Nee. Ach, das sind Leuchtfackeln. Dynamit habe ich nicht. Ach nö. Von meinem Boot. Wir brennen. Der ist schwimmen gegangen. Oh. Toll. So. Ja, zwei Knochenrüstung haben wir auch wieder verloren. Der rennt. Holen wir uns den Wichser hier. Aua. Das war's mit Knochenrüstung. Ah. Boah, Digga. Jetzt mal Medizin fressen. Da warte. Ja, komm her. Komm. Dann dich. Ja, oder. Ich will den kleinen Wichser hier. Headshot. Nein! Muss man. Oh. Scheiße. Das heißt, den müssen wir jetzt uns so stellen. Ja, mein Boss. Renn, du kleiner Pisser. Scheiße. Weh, es kommt jetzt ein Hai. Hai habe ich jetzt wenig Lust. Komm, 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 komm. Komm, ja. Boah. Aber das war es dann mit unserer Knochenrüstung. Wo ist denn eigentlich der... Der eine ist ja schwimmen gegangen, aber wo ist seine Leiche? Ist der jetzt auch unter Wasser so? Bleibt der hier nicht irgendwie auf der Oberfläche? Sonst könnten wir aus ihm auch... Oh, warte mal. Ach, ne, Gollum. Komm her! Okay, das gibt eine Knochenrüstung mehr. So. Machen wir so was. Und legen wir den dann
hier ab. Und den hier. Können wir auch da ablegen. So, da war noch irgendwas. Keulen. Noch eine Keule bekommen. Okay. Ja, Essen müssen wir auch noch gleich finden. Da ist doch Essen. Komm. Digga. Digga, kann doch nicht sein. Okay, Knochen, Knochen, Knochen. Schädel will ich nicht. Ja. Yeah. Dann. So und so. Kombinieren. Und. Ach, haben wir nicht genug Knochen? Oder liegen hier noch ein paar? Ja, hier liegt noch einer. So. So. Haben wir wenigstens ein bisschen Schutz wieder. Hm. Ah, wir haben ihn. Ja, das Feuer wird bald nicht mehr existieren, aber das hier bleibt. Das Feuer existiert nicht mehr. Hm? Wer wird denn da? Ach so, zum Schubsen. So, Essen müsste auch schon fertig sein. Ja. So. Ja, ich glaube, es würde mehr Sinn machen, wenn wir erst einmal hier die Rüstung fertig machen. Aber ich brauche jetzt auch noch ein paar Schildkröten. Nö, da kommen sie schon wieder. Oh. Warum müssen die immer so viele sein? Sind die auf dem Weg hier hin? Ich hoffe nicht. Aber ganz schön viele Gollums jetzt dieses Mal. 4 Gollums habe ich gesehen gehabt. Die brauche jetzt langsam Schildkrötenfleisch hier. Und wir sind immer noch am Hungern. Dem Feuer kann ich nichts mehr anfangen. Brennt man noch, aber. Die waren extra auf der Suche nach mir. Alles klar. Alles klar. Vier Gollums. Wir halten noch mal ein bisschen Sicherheitsabstand. Ja. So. Ja, bitte bleib da hinten. Oder lauft ins Feuer, ja? Ins Feuer ist auch in Ordnung.
Ja, wie soll ich alleine gegen sechs von denen hier ankommen? Okay, die ziehen weiter. Okay. Wenn die weiterziehen, dann ist es kein Problem. Viel Damage gibt es, der gibt. Der hat besser blockieren, Geschwindigkeit ist besser als der hier. Aber der ist be besser im Blockieren. So, brennende Waffe. Mit ein paar Federn kann ich und. Was sind das andere da? Kann ich den auch kombinieren? So, mit Tuch kann ich den brennend machen. Giftete Waffe braucht er Bären. Mehr Schaden kann ich mit Knochen und Zähnen machen. Aha. So, was braucht er noch? Ba Ach, Baumharz. Baumharz heißt das. Okay. Okay. Zähne kann ich nicht noch mehr machen. Geschwindigkeit kann ich aber auch noch erhöhen. Kann ich auch nicht. Schade. Aber der gibt jetzt immerhin mehr Schaden. Ja, dann sammeln wir eben noch ganz schnell uns ein paar Schildkröten. Echt, aber das war sehr, sehr überraschend gerade mit den hier mit den Ureinwohnern. Ich habe die zwar irgendwo ganz weit weg gesehen, aber dass sie alle auf einmal um mich herum standen. Oh, und dann noch auf einmal kam Verstärkung von 6 Mann, beziehungsweise von 4 Gollums und 2 richtigen Dingern da. Aber solange die noch nicht mit Muschiklaus, Thrombosen Jonas und wie heißt der andere da? Wie wurde der damals nochmal genannt? Da dieses fliegende Ding da, wie aus Gewürme und so weiter. Ich glaube, Dildo Daniel oder so haben die den genannt. Tobias und der Turbinator und der Gronkh haben den so genannt. Der Dildo Daniel. Solange die noch nicht kommen, haben wir noch ein bisschen Glück dann. Dann kann ich gar nichts mehr machen, ne? Ist kaputt? Ja, das Ding ist kaputt.
Warte, dann baue ich hier ein neues Lagerfeuer. Zwei Steine fehlen noch. Und eine Schildkröte. So, haben wir wieder frisches Fleisch. Eins. Neun Stein. Zwei. Haben wir zwei Steine jetzt. So. Und wieder frisches Feuer. Leg ich mal. Komm, ich leg beide mal hin. So, Licht können wir auch schon wieder ausmachen. So, kommt keine Schildkröte mehr. Habe jetzt die ganzen Schildkröten hier schon alle verbraucht oder wie? So. Erstmal wieder was snacken. Den snack ich auf. Dann wird langsam Zeit für Schildkröten. Hallo? Steine kann ich leider nicht essen. Ich will wissen, was da oben gibt. Den hier habe ich bisher noch nicht erklommen. Das ist schon eine geile Aussicht hier. Nur Schildkröten kommen da keine. Und ich dachte, wir hätten so einen geilen Schildkrötenspot hier gefunden. Doch langsam welche kommen. Ja, dann weißt du was wir machen in der Zeit. Wir können noch mal ein paar Bäume schlagen. Ja, schon genug nachgewachsen. Ja, und noch mal ein bisschen Baumharz sammeln. So. Ja. Gut, der ist nicht auf mich gefallen. Das ist immer ein gut. So. Wir machen den zuerst voll. Ja, wo bleiben jetzt die Schildkröten? Sorry, kleinen Voice Crack. Ah, da kommen sie schon. Na du? Bisschen Fleisch muss sein. Hey. So, da rollt er mir davon. Ja, aber kann es sein, dass die Ureinwohner hier hauptsächlich nachts sehr stark aktiv sind? Tagsüber sind die zwar auch unterwegs, aber
weniger angriffslustig, sagen wir mal so. Und hauptsächlich so nachts am Attackieren und so weiter angreifen. Oder liegt das eher an mir, dass ich einfach nur nachts die zu spät sehe, dass ich denen nicht aus dem Weg gehen kann, direkt vor die Füße laufe? Da liegt es vielleicht daran einfach. Nicht ins Feuer laufen. So, da müssten noch ein paar Baumstämme sein. Irgendwo. Hier ist einer. Nein, Bambi, dich will ich heute nicht füllen. Wir müssen öfters mal Bambis hier angehen. So. Ich würde aber sagen, für heute wird die Menge an Holz, die wir jetzt hier haben, erstmal reichen. Weil die Bäume habe ich jetzt nur gefällt, bis wir die Schildkröten haben. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Aufnahme, also die Nachfolgefolge, die ihr morgen zu sehen bekommt, gehen wir in die Höhle. Und nach der Höhle bauen wir hier das ganze Waldstück da ab. Und bauen das Ding da endlich mal fertig. Und dann kriegt ihr auch mal endlich wieder mal so eine extra lange Folge. Und wer weiß, vielleicht habe ich auch bis dahin eine Playlist für solche Spiele wie The Forest fertig, dass ich dann währenddessen spielen kann, abspielen kann. Er sieht auch schon sehr bescheiden aus, das Ding da, muss man bloß sagen. Ja, die Regengötter kommen. Da gibt es wieder was zu trinken. Erstmal auch ganz verschwenderisch wieder einen Schluck gönnen. So, und wir sind endlich einmal richtig einparken. So, dann können wir hier mitnehmen. Dann bauen wir die paar Holzbalken eben oben ein. Dann machen wir uns zur nächsten Folge auf den Weg zur Höhle. Deine haben wir auch nicht. Ah, jetzt haben wir wieder 5. So, Feuer ist aus. Das heißt, wir verbrennen uns nicht mehr, wenn wir drüber laufen.
New. So, dann machen wir den hier. Wir machen erstmal die komplette Wand außenrum. Weil wenn wir die haben, können wir mit der Decke anfangen. Dass wir dann oben auch schon mal so eine kleine Mauer drumherum bauen. Und so alles. Die Axt sieht aber auch mit den Zähnen irgendwie richtig geil aus, muss man sagen. Hat irgendwie was. So, noch 7 Baumstämme. Und natürlich sind wir auch wieder hungrig. Machen wir uns eben ganz schnell was zu essen. So. In der Zeit können wir die nächsten 2 Baumstämme holen. Ja, legen wir fest. Die Ausdauer ist auch immer ganz schnell am Arsch. Hallo? Muss ich jetzt hier bleiben? Wegen dem Fleisch? Komm, werd jetzt fertig. Ja, das mit den Regengöttern, das ist Fluch und Segen zugleich. Ah, jetzt ist fertig. Ach so, ist von da oben. Ich wollte schon sagen, warum ist das so hell? Und jump. Und letzter Baumsturm.
Und dann haben wir die Wand auch schon fertig. Ja, sieht schon noch ein bisschen was aus, ne? Obwohl. Ja, könnten eigentlich auch das hier schon zu Ende bauen. Als nächstes, zuerst. Dann hätten wir schon mal den nächsten Raum, wo wir hier Lager und so weiter machen können. So für Baumstämme, Steine und so weiter. Kann man dann alles hier machen. Und hier dann die Waffen und so weiter, Rüstungen. Ich denke, Baumstamm, Holz, Steine und so weiter. Ich glaube, hier wird es mehr Sinn machen. Statt dort. Weil das sind Rohstoffe, die brauchen auch mehr Platz, wenn man vom Bauplan hier immer guckt. So Lagerung, hier Lagerung. So, hier Baumstammlager. Guck mal, wie groß der ist. Oder hier Stocklager. Und hier Steinlager. Brauchen schon mehr Platz. Und wir hier Waffenhalter und so weiter. Ja. Das ist wiederum was anderes. So, Sprengstofflager kann man auch, naja, hier machen. So, kleiner Schrank. Oh, das könnte man eher hier. Oh, ich habe eine Idee. Wenn wir das, ja. Oder? Warte, wir lassen die Idee erstmal verwerfen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und ciao.